Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Ostriff. Und wie man sehen kann, in der Übersicht bei aktivierter Info Problems gibt es keine im Moment. Und Firewood Probleme haben wir auch nicht mehr. Nahrungsmittel scheint es auch im Überfluss zu geben im Moment wieder. Und ja, ob das nun daran liegt, was ich gemacht habe, die letzten Sitzungen oder die letzte Sitzung, kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall habe ich wieder für mehr Arbeiter gesorgt. Und wir haben jetzt 36 Stück. Wir haben noch 13 offene. Jetzt ist Februar gerade. Und ist noch ein paar Arbeitslose. Gleich springt es wieder um. Dann fängt wieder die Saison an. Also ich habe mit saisonalen Arbeitskräften gearbeitet. Oh, die brauchen Wasser. Und ich habe aber auch Betriebe abgespeckt an Arbeitern. Und zwar zum Beispiel Taylor, den Sattler, hier den Schuhmacher. Wo haben wir den Taylor? Hier ist der Weber. Und hier haben wir den Taylor. Die haben alle nur noch einen Mitarbeiter jetzt im Moment. Und das habe ich auch ganzjährig so gelassen. Und bei denen hier habe ich das auch so gemacht. Die haben jetzt auch nicht mehr viele Mitarbeiter. Dafür habe ich ein wenig die Arbeiter erhöht, die Arbeitskräfte, die ran schaffen. Und das hier muss ich noch wieder einführen. Das habe ich vergessen. Ah, den habe ich, ist gut, okay. Ja, das habe ich getan. Ich habe die Arbeitskräfte reduziert, die beim Bauernhof normalerweise arbeiten sollen. Also nicht die hier, sondern die Arbeitskräfte. Ich hoffe, die finden sich jetzt gleich wieder. Und das habe ich auch reduziert. Die haben ganzjährig nur noch 3 Mitarbeiter statt außer saisonal, also außerhalb der Pflanzzeiten und der Ernte 5, habe ich jetzt generell nur noch 3 Stück. Das ist eigentlich das, was ich getan habe. Die Viehbetriebe bleiben voll besetzt, wegen der Zucht einfach, weil das ja jetzt berücksichtigt wird bei der Vermehrung der Tiere. Gut, da fehlt jetzt einer, aber das ist weitestgehend noch so, dass die alle Mitarbeiter haben. So langsam finden sich auch die Leute in den Bauernhöfen ein. Hier ist jetzt noch nicht viel. Aber da sehen ja Gott sei Dank auch die Laborer mit. Tja, und so war ganz schnell wieder ein Vorrat an Firewood da. Aber was ich auch dazu sagen muss, es war wieder, ich hatte dieses hier, die 3 hatte ich nochmal angeschaut. 2 davon habe ich jetzt deaktiviert. Es hat sich irgendwie nach einem Patch auch etwas zurückgestellt. Und deswegen musste ich das jetzt alles nochmal neu einstellen. Und jetzt läuft es soweit wieder. Ab und zu flabbert mal was auf, so von wegen Wassermangel oder so. Aber im Moment ist es eigentlich recht ruhig. Nahrung ist da. Handel betreiben können wir jetzt auch. Was möchte er denn? Er hat schon. Ach ja, stimmt. Der war gerade bei der letzten Sitzung dran. Der hat Honig bekommen. Und Sonnenblumenöl. Das andere habe ich noch nicht auf Lager. Da haben wir auch noch nicht genug im Moment. Die Betriebe sind jetzt gebaut. Hier fehlt jetzt noch... Ach, die Schaffarm. Da müssen wir mal schauen, wo wir die... Wo wir das Feld hinmachen. Aber wir haben ja jetzt hier... Könnte man da eigentlich auch ein leeres Feld nehmen? Moment. Ja, kann man. Ok.
Okay. So. Die sind jetzt noch gar nicht weiter besetzt worden von mir. Schauen, ob das klappt. Es sind jetzt wieder ein paar Mitarbeiter weniger geworden. Ich war bei 420 war ich jetzt und dann hatte ich halt irgendwie, ich hatte ja diese Feuerholzkrise, sage ich mal so. Oh, die holen ihre Waren ab wahrscheinlich. Mal schauen. Was fehlt denn noch? Ach, das ist die, ja klar, was ich gerade gesagt hatte, die hier holen ihre Waren ab. Tja, was hatten wir noch für Probleme in letzter Zeit? Heu haben wir jetzt auch wieder. 5000 ist nicht so viel. Ist über Winter halt wirklich abgesackt. Ich muss mir mal kurz ein bisschen was Flüssiges einschenken, sonst ist meine Stimme gleich wieder weg. Ja, Heu haben wir auch. Das klappt eigentlich auch wieder gut. Mal schauen, wie es ist, wenn ich die Stelle hier noch besetzt habe. Das werde ich dann aber erst machen, wenn ich 425 habe. Und ja, eine Kuh, ein Kuhstall fehlt noch, der steht hier, da. Wohnhäuser noch, die sind hier, das sind welche ohne Garten diesmal, so wie hier. Die sind also vollkommen auf den Handel angewiesen hier. So ein kleines Experiment hier hinten. Die haben jetzt ordentlich Feuerholz wieder. Gucken, wie es hier aussieht sonst. Cabbage. Sind auch alle besetzt, die Märkte jetzt. Also da haben sich Leute gefunden. Hier ist jetzt gebaut worden von mir eine Forestry. Die produzieren auch Feuerholz. Ich habe einfach überlegt, die ein wenig unabhängiger zu machen, die Viertel hier. Also hat er hier jetzt eine Forestry. Da hinten gibt es ja die hier, die versorgt eigentlich auch dieses hier mit. Hier haben wir ja die das große Viertel versorgt. So, was hat er hier jetzt? Da hatte ich irgendwas reintransportiert, ja. Feuerholz, genau. Beziehungsweise das ist vom Leeren der Kohlemeiler übrig geblieben. Aber das pendelt sich ein. Das verbraucht sich auf jeden Fall. Salz haben wir ordentlich. Mehr als genug. Der Klepper ist schon 25 Jahre alt. Das ist kaum zu glauben. Das ist jetzt auch die nächste Sache. Ich hatte ja die Pferdezucht wieder angeschmissen. Wir haben jetzt 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, 13 oder so. Denn wir brauchen ja wieder neue Pferdchen. Und zwar hierfür. Oh, haben wir schon. Okay. Kauft irgendwer Pferde? Nee, dann können wir hier auch noch welche brauchen. Da sind ja auch schon welche drin. Hier sind auch schon welche drin. Mann. Dann können wir die ja doch zu Wurst machen. Hätte ich beinahe gesagt. Verarbeiten. Hier sind auch welche drin. Brauchen wir noch irgendwo einen? Da haben wir jetzt. Hier habe ich auch einen. Da sind noch keine drin. Okay. Also, hier brauchen wir drei Stück. Ein Arbeiter. Machen wir mal 500. Das ist interessant hier. Wir mal kurz etwas schauen. Der hier hat nämlich noch kein Barley. Der hat. Das ist sehr interessant. Ich stelle erstmal auf 500.
Und Wasser auf 1000. Apply to all. So. Jetzt müssten die alten Gebäude, die das noch nicht hatten, müssten das jetzt auch haben. Ja, die haben das jetzt auch. Sehr schön. So kann man das so ein bisschen ausgleichen. Ne? Dadurch, dass das Safe Game ja erhalten bleibt, kann es aber durchaus passieren, dass hier die Nahrungsmittel nicht mit übernommen werden. Hier müsste man jetzt aber zusehen, dass man vielleicht noch mal... Mal gucken, ob das geht. Nö, das geht nicht. Vielleicht, wenn man Barley... Barley ist Roggen, glaube ich. Vielleicht baue ich noch mal ein. Drücke mal Apply to All und dann hat er das und den anderen reiße ich dann wieder ab. Aber das ist nicht so schlimm. So, Pferdestelle. Jetzt müssen wir mal sehen. Wir brauchen Draft Horses. 3 in Order. Da hinten müssen wir hin. Ich weiß gar nicht, hatte ich schon welche hergestellt hier? Nee. Da müsste er gleich die Meldung geben. Er wird gleich die Meldung geben, dass keine Draft Horses da sind. Die werde ich dann herstellen, 3 Stück. Und dann ist das auch erledigt. Den Rest werde ich dann halt ja weggeben zur Bevölkerung, um es mal nett zu umschreiben. Die Jüngsten behalte ich und züchte weiter. Also ein Hengst und eine Stute oder 2 behalte ich dann. Wenn wir die Draft Horses raussortiert haben, dann nehme ich aber nicht die ältesten Tiere, sondern wirklich die, die 2 oder 3 Jahre alt sind. Das sieht komisch aus hier. Nein. Oh Mist, kann ich nicht rückgängig machen. Ich dachte, ich habe jetzt an das Protecten gedacht von den Tieren im Stall. Na egal. Ja, die sind wahrscheinlich schon so gut wie Wurst. Egal. Wir haben genug. Das nächste Mal. Sorry, Pferd. Weg, weg. Na egal. Kommen auch neue. Welch Fauxpas. So. Ich habe jetzt schon mal angefangen, hier noch andere Sachen auch einzulagern. Hier zum Beispiel. Mal gucken, was er sich hier jetzt holt. Wahrscheinlich Äpfel oder Zwiebeln. Das ist wahrscheinlich der von Piatne oder wie das wie der Ort heißt, der über den Fluss erreichbar ist nur. Der ist im Winter ja zugefroren, der holt sich jetzt seine Waren. Wir werden es gleich sehen. Ist überhaupt jemand da? Ja, Äpfel holt er ab. 2000 wahrscheinlich sogar. Klingelt wieder die Kasse. Anderes Phänomen, was ich hatte. Ich hatte sehr viele Neugeburten. Und ich weiß gar nicht, sieht man das hier? Laborer Adults 300. 100 Kinder kann ich mir gar nicht vorstellen. Das scheint eine Menge zu sein, doch.
Trade Wagons 0. Kann man schon. Jetzt muss ich mal kurz was gucken. Sterben. Card Sheets, Wagon Sheets, Trading Post. Nö. Ich dachte jetzt, es gibt noch irgendwas Neues oder so. Nö. Okay. So. Da ist der nächste. Der hat seine Äpfel. Der holt seine Zwiebeln wahrscheinlich jetzt ab. Nehme ich mal ganz stark an. Oh. Oh. Es gab eine Heirat. Und jemand ist an Altersschwäche gestorben. Jaroslava. So, so, so. Kein Geld. Doch ein bisschen was. Die gehen jetzt erstmal einkaufen wahrscheinlich. Hoffe ich mal. Weil die sind ja hier in der Quelle eigentlich. Ja, die dürften es nicht weit haben. Haben wir denn hier was? Ja, ein bisschen was haben wir. Dürfte kein Problem sein. Ui, die haben sehr viele Zwiebeln hier. Vielleicht noch ein bisschen Fleisch hier einlagern. Müsste man mal überlegen, aber das, mal gucken, weiß ich noch nicht. Ja, im Moment sieht es gut aus. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Maßnahmen, die ich hier ergriffen hatte, jetzt dazu geführt haben. Also ich habe einfach dazu dafür gesorgt, dass halt mehr Laborer zur Verfügung stehen, also Arbeiter, freie Arbeiter. Vielleicht hat es das gebracht. Ich weiß es nicht. Also im Moment läuft es wieder. Wir werden sehen. Und ich habe halt zugesehen, dass ich nicht zu viele von diesen Holzkohlemeilern befülle. Die habe ich jetzt erstmal ausgeschaltet. Da habe ich das Holz wieder zur Verfügung gestellt. Und danach war auch die Krise mit dem Feuerholz gegessen, weil die fressen, die Dinger fressen Holz. Also 10.000 pro Meiler ist natürlich eine Menge. Ne? Hello. So, der Katschi. Was möchten wir denn haben? Natürlich, das könntest du haben. Honig kannst du auch haben. Äpfel kriegst du auch. Da haben wir 16.000 von. Holzkohle habe ich jetzt im Moment nicht. Das, den Rest, den nutzen wir für uns. Kaufen würde ich nichts. Ja, haben wir es doch. Ja, wenn die frisch Verheirateten sich nicht bald was zu essen holen, sind wir so schnell wieder los. Naja. Wolle, Holze. Applying Resources erarbeitet, auch als Laborer. Also es muss so gewesen sein, die haben, es ist jemand an Altersschwäche gestorben und die sind in das Haus gezogen, würde ich sagen. Das sind die Eltern von Miroslav. Animykola heißt der. Ah ja. 49 Jahre. Die wohnen hier. Seit 11 Monaten erst. Interessant. Das ist der nächste große Hof. Hm.
Ja, soweit würde ich aber sagen, läuft es. Ich lasse das wieder soweit laufen, baue jetzt noch weiter Häuser aus. Mindestens noch 20 Stück, um mal Richtung 500 zu gehen. Ich glaube, wir sind jetzt so fest in der Nahrungsmittelversorgung. Ich habe ja noch Höfe gebaut, dass wir uns das leisten können. Ich brauche einfach die Arbeiter, um das jetzt alles mal ein bisschen fester zu gestalten hier. Denn die sind nämlich noch nicht bewirtschaftet worden. Noch ist die Pflanzzeit ja nicht um. Aber die hier haben noch einfach zu wenig Arbeitskräfte, so wie es aussieht. Ja, ich würde sagen, wir machen hier mal Schluss. Wir werden uns überraschen lassen, was dabei rauskommt, was wir jetzt so veranstaltet haben. Ich werde mich hier mal ins Mühlenviertel begeben. Da müssen wir mal sehen, wie wir das. Ich hoffe, das beruhigt sich gleich. Bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hier ziehen die Schiffe von dannen mit ihren ganzen Waren. Und ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Und wenn es wieder Probleme gibt, dann werden wir entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen. Schreibt ruhig weiter Kommentare. Beim nächsten Mal werde ich mich noch mal ein bisschen mehr mit den Wagon Cheats beschäftigen, mit den Frachten und so. Und da mal ein bisschen rumexperimentieren und die nur noch dafür nutzen, um große Frachten zu transportieren für die Warenhäuser und so und Spezialaufträge. Nicht mehr für die kleinen Märkte und sowas, um da mal ein bisschen freie Kapazitäten für die Dinger zu schaffen. Aber das werden wir in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, neue Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.